Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vizibis Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. So, ich strebe mich jetzt extra hier erstmal so hin zu den Redstone Seeds, weil hier, ihr seht schon, es hat sich was getan. Jetzt sieht es hier schöner aus und hier hat sich am wenigsten verändert. Deswegen machen wir einmal ganz kurz so und. Was ist das denn hier? Ey lol, neues Zuhause. Ja, ich habe mal hier eine Hütte gebaut, nee. Hier mit dem kleinen Tischchen für die Trophäen, hier für die Bucket und der Crazy Tama Trophäe, ne? Dann hier mein Lager aufgebaut. Wundervoll hier mit dem kleinen Sense Baby Bosch. Habe ich ein bisschen Cleanstone gesiebt. Hier so ein bisschen die Ecke für Agricraft. Haben wir ganz gut schon mal zusammenbekommen. Und auch hier die ganzen Seeds. Da sind jetzt ein paar drin hier. Bamboo Short, Asparagus, Oats. Und ich glaube, das war noch einer, oder? Nee, sieht nicht so aus. Die muss ich noch hochzüchten, aber wir haben jetzt mal die, die wir brauchen, um weiterzukommen. Dann hier das kleine Tierfarm. Wo wir hier so ein ganz kleines bisschen, naja, Eierproduktion machen. Da habe ich eben erst aufgebaut. Wenn jetzt einer fragt, warum hier keine Schweine sind, muss ich mal schauen, ob ich dafür noch ein Feld, so eine Weide mache. Wahrscheinlich schon, aber naja. So, und wenn wir jetzt hier rausgehen, hier hat sich jetzt auch noch was verändert. Gehen wir jetzt erstmal hier hin. Hier habe ich einen kleinen Maschinenraum aufgebaut. Oh, mir fällt glaube ich schon was auf. Hab ich? Stimmt, hier habe ich noch gar nicht zu Ende gebaut. Verdammt. Ja, hier muss ich noch einen anderen neuen Kork-Ofen-Brick machen. Der einer ist mir flöten gegangen. Und dann muss ich hier noch ein Dach reinbauen und alles. Muss ich mal schauen, wie ich das designe. Ich bin auch wieder zu dem alten Blastfindus rübergegangen, weil, naja. Der Reinforced hier, der bessere, der hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, Rock Crusher kennen wir ja noch. Hier habe ich mir jetzt mal so zwei Reinforced Portable Tanks gemacht. Einfach fürs Kryosot zu speichern. Bisschen Charcoal, da kommen wir aber später zu. Und hier unten dann in der Wand die kleinen Maschinen. Hier der Boden habe ich jetzt hier ein bisschen gechiselt und so weiter. Auch jetzt alles ausgeleuchtet mit den. Hier mit den Glowstone Nooks. Die Smeltery muss ich auch noch umsetzen, weil ich aber noch nicht, wo ich das machen möchte. Da hinten habe ich jetzt zwei ordentliche Mobfarmen mal hingebaut. Okay, was ist ordentlich? Problem ist, die Spikes hier, nicht die Spikes, die Punchy Sticks sind einfach fünf Sugarcanes, wie in einem X angeordnet. Die gelten nicht als Mob-Kill, als Player-Kill, deswegen kommt nicht immer der gewünschte Loot bei raus. Das ist aber bisher dabei rausgekommen. Kann man mir machen, da muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach dem Platz schauen. Und dann hier. Ganz kurz. Hier ist für normale Mob-Kills auch Enderman gewünscht. Hier ist eigentlich so eine Wither-Skelett-Farm. Warum Wither-Skelette? Generell Monster spawnen hier, wie Spinnen, Zombies, Skelette und so weiter. Fallen dann hier in das Witchwater rein. Spinnen werden zu Cave Spiders, Skelette zu Wither Skelette, Zombies bleiben, glaube ich, normal. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Gut. Dann hier unser kleines Reaktorgebäude. Wobei ich da noch nicht so ganz mit zufrieden bin. Aber das kann man schon mal benutzen. Hier habe ich Platz für vier Reaktoren und dann hier in die Mitte wollte ich den Energiefluss reinmachen. Irgendwie. Das Ganze werden wir ja benutzen, höchstwahrscheinlich für damit schnell. Yu-Yu Meta. Da wollte ich hier den Mass Fabricator reinhauen, Scanner, Replicator und so weiter. Aber muss ich mal schauen, wie ich das mache. So, aber darum wird es heute auch gehen. Also, ich hoffe, das gefällt euch hier schon mal, wie ich das aufgebaut habe. Ich habe sogar hier drauf geachtet, dass ich auf ordentlich was baue. Ah ja, ressourcenmäßig, ne? Redstone 1400, Eisen 3000 Blöcke, Glowstone haben. Ey, wir haben genug. Jellurium haben wir schon 2000 Ingots. Crushed Uranium 3600 und darum würde es jetzt heute auch gehen. Und zwar will ich heute mal anfangen, das Crushed Uranium zu verarbeiten. So, das können wir einfach nur schmelzen, dann haben wir Uranium Ingot. Happy Birthday. Aber viel besser ist. Centrifuge kann man machen. Ich ging dann aber erstmal in den Ore-Washing Plant. So. Ore-Washing. Was braucht man für die Ore-Washing Plant? Wir brauchen
Oh, jetzt habe ich gar keinen von denen vorbereitet. Ja gut, das schicke ich jetzt mal schnell hier rein. Wie viel braucht der? 200.000, das könnte schnell gehen. Ja. Gut, dann machen wir mal mit dem Rest weiter. Wir brauchen zwei Buckets, Electric Motor. Ja gut, wir sind beschäftigt. Wir brauchen zwei Buckets, das heißt schon mal 6 Iron. Was brauchen wir noch? Nochmal 3 und nochmal 8, also müssen wir auf 17 Iron rauf. Was brauchen wir noch? Ein Electronic Circuit, 18. Zwei Copper bisher. 19, 20, 21, 22. So, wir kriegen 3 raus. 3, wir brauchen 8. 8 mal 4 sind 24, durch 3 sind 8. Also 10. Und halt, das war noch etwas. Das waren noch 2 Tin Item Cases. Also 1, 2. So. Hoffen wir mal, dass ich jetzt an alles gedacht habe. Machen wir erstmal. Gehen wir erstmal zurück, weil ich zu Stauber und Silver mitgenommen habe statt Tin. Keine Silverplates? Das wundert mich gerade. So. Können wir nach weiterschauen. Crushed. Was kommt danach? Also da haben wir hier das Gesäuberte und das kommt in die Firma Centrifuge. Okay. Thermalzentrifuge. Da brauchen wir Mining Laser und Advanced Machine Casing. Sollte kein Thema sein. Ja, Stil. Weiß nicht, ob wir das machen. Ja, nee, warte, noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. So schau bin ich. Ja, Stilplätze haben wir soweit bereit. Weil ich heute einfach die. Super, das meine ich. Ja, mach mal einfach mal. Weil wir nämlich jetzt machen. Wir machen jetzt erstmal unser nächstes Achievement fertig, und zwar eine Watering Can. Da machen wir eine Bowl. Bowl Meal können wir mal ganz kurz mitschleppen. Ja, man sollte meinen, ich habe jetzt so viel zu essen gezüchtet. Ich würde mich mal von ordentlichen ernähren. Nee, ich trinke immer noch Saft. Eine Bowl, das war einfach drei Slabbies. Wie in Eimer angeordnet, kriegst du vier Bowls. Ein Bowl Meal. Dann brauchen wir 4 Stahl. Das war so, oder? Jawohl. Und dann brauchen wir Beet, Korn und Kiwis. Kiwi, Korn und nee, das ist Radish. Hier ist Beet. Das machen wir einmal ganz kurz zum. Seht ihr was? Jawohl. Und dann. Kiwi, Korn, Beet, Watering Can. I wet my plants. Und wir haben die nächste Trophy. Oh. Ja, hier seht ihr auch letzte Aufnahme, die ich hatte. Also letztes Achievement ist das am 29. September, heute am 11. Oktober. Da sieht man gerade die Wither-Skelette. Dazu wollte ich mal aber auch noch was machen. Was ist eigentlich das nächste Achievement, was wir angehen würden? Das interessiert mich jetzt gerade. Oh, das nächste wäre also wirklich schon Plutonium, weil Angel Ring, naja, sind wir ein bisschen weit von entfernt. Ich habe auch noch eine wundervolle Sache gefunden, wie wir das Projekt noch ein bisschen verlängern können. Und zwar gibt es noch ein wundervolles weiteres Creative-Rezept. Habe ich jetzt noch nicht hinzugefügt, muss ich aber noch machen. So, hier waren wir jetzt dran. Bei der Ore Washing Plant. Da kann ich ja dann schon mal Wasser vorbereiten. Oh,
Ding, ding, ding. Wo haben wir Cover? Cover, Cover, Cover. Cover, 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 Cover. Ja, ist ja gut. Das sollte eigentlich reichen. Gehen wir mal kurz in die Abstellkammer. Holen uns die alle Serie raus. Wo ist sie? Da. Ja, super. Ganz tolle Sache, so habe ich das geplant. Ja, komm, dann lass mit dem Cobble Whitestone arbeiten. Dann nehmen wir die ganz dünnen, die wirklich auch die Cover. Haben wir noch eine Transfer Node Liquid? Eine Transfer Node Items haben wir. Verdammt nicht. Oh. Hier haben wir sogar noch Different Animal Place. Das ist sehr schön. Ja, aber nicht das, was wir brauchen. Ja, ich glaube, das Reaktorgebäude würde ich sogar vorher mal komplett umbauen. Gefällt mir noch nicht. So, dann auf Extruding. Weiß nicht, was ich mache. Schon mal hier die aller. Oh, da war ja noch Zeug drin. Ah, stimmt, weil ich ja hier am Bauen war. Platziere ich mal hier rein. So. Wir brauchen das für die Elektrikmotoren, ne? Genau. Das ist mal eine Keule. Ja. Was ich jetzt mit der Watering Can machen könnte, ist hier eine Wasserquelle, zum Beispiel die hier. Die ist aufgefüllt. Und ich kann gießen. Was das bewirkt. Geht das hier? Warte. Dann zeige ich das mal ganz kurz hier. Wenn wir jetzt mal die Kürbisse abenden würden, können wir hier gießen und es erhöht die Tickrate auf die Pflanzen. Und die sind wieder gewachsen. Plup. Lohnt sich jetzt für uns nicht so wirklich. Warum baue ich die dann? Naja, wir. Oh. Muss ich mal schauen, dass ich die leer kriege. Machen wir mal ganz kurz so. Watering Can gehen wir hier auf die Empty. Damit können wir den Market machen. Und auf den haben wir auch abgesehen, weil wir darüber Saplinge bekommen, die wir noch gebrauchen können. Boah, wie viele Enderperlen. Knapp zwei Stacks, sehr schön. Wir können auch einen Wizard schon besiegen. Also, wir haben die Ressourcen dafür, einen Wizard zu machen. Ob wir den können, bezweifle ich jetzt momentan. Nehme ich mal ganz kurz mit. So, alles einsortiert. So. Habe ich mich verrechnet? Ich brauche noch einen. Ne, ich brauche noch drei. Weil ich auch den Circuit brauche. So, was brauchen wir denn jetzt hier noch? Wie sieht das hier oben aus? Ja, sehr schön. Subi. So will ich das. Dann nehmen wir schon mal das allere Ruber-Duber-Lumpe holen, das nicht hier drin ist. Wie man sieht, ich kenne mein neues Lagersystem schon super auswendig. So, noch etwas, was ich gerade brauchen könnte? Ich glaube nicht. Ja, aber muss ich mal neues Schmelzen mache ich noch hier mal. Boah, das tut gut, wieder hier aufzunehmen. So, was gibt denn so Neues in der Zwischenzeit? Ich habe jetzt letztens noch mal Moment, bevor wir das machen, mache ich schon mal das fertig.
und das. So, ja, in der Zwischenzeit habe ich ja bisschen noch mal so gespielt, ne? Ach, jetzt habe ich das Eisen von dem weggetan. Ja, ich habe in letzter Zeit irgendwie wieder richtig Bock bekommen auf Super Paper Mario. Habe ich auch wieder mal gezockt. Tat gut. Tat irgendwie richtig gut. Ah ja, da war ja, was heißt die Tour ist ja doof. Ein wundervoll ausgedrückt, ne? So, habe ich jetzt. Ich glaube, ich habe zu viele Plates gemacht. Ja, Super Paper Mario habe ich gezockt, habe ich schon mal wieder durchgezockt und ich finde die Story immer noch super. Was habe ich noch gemacht? Generell habe ich jetzt mal vorgehabt. Ich habe mich nicht ver Doch, ich habe mich erzählt in meinem Barren. So, Ironing. Dann legen wir den Rest hier schon mal rein. Zack. Zack, und die Plate dürfte jetzt auch fertig sein. Jawohl, die ist fertig. So. Ore Washing Plant. Klatsche ich mal hier hin. Na, so und. Hier. Das Blöde ist, wie komme ich jetzt hier an den Strom? Boah, ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. So. Ja, ich weiß, das kann jetzt hier sich nicht zu einer unendlichen Wasserquelle verbinden. Kommt noch. Einmal hier das Wasser rausgeholt. So. Dann holen wir schon mal Strom ran. Und was brauchen wir für eine Transfer Node Liquid? Ich weiß, ich habe das schon 10.000 Mal gequartet und werde es auch 10.000 Mal noch vergessen. Wir brauchen 9 Eimer, 2 Iron Ingots. Kommt noch jemand an der Perle, 2 Lapis. Falsch Truhe. Das, zwei Engel. Bucket. Enderperle, Lapis. Sollten wir jetzt eigentlich von allem genug haben? Ja, okay, bis auf Enderperlen, aber. Das sollte uns jetzt nicht momentan aufhalten. Oh, er stirbt. Generell wollte ich das Ganze hier, die Teile auch nochmal durch, also den Boden da durch Cursed Earth ersetzen, aber naja. Das dauert noch ein bisschen. So, machen wir nochmal hier eine Transfer und Liquid. So. Einzige Problem, was uns jetzt noch fehlt, ist ein World Interaction Upgrade. Das können wir aber auch gerade machen. Das sind 4 Lapis, 4 Iron und eine Diamantospitzhacke. Ist so keine Problemo. Und Jaro, ich muss also so doof reden. Ja. So, 2 Diggis. Die Diamanto-Pickaxe. Die Lapis, die so schön prickelt in die Baunabel. Boy. Und dann World Interaction Upgrade. So. Wenn wir schon gerade hier sind, nehmen wir das mit. Und das mit und lassen das hier. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir das schon brauchen werden, was ich gerade befürchte. Und ich weiß, ich rede wieder in Rätseln. Wasser kommt hier rein. Zack, zack. Es powert sich ab. Und dann nehmen wir mal so ein Stack Crushed Uranium.
und rotzen das mal hier rein. Und lassen das mal durchlaufen. So, das könnte ich jetzt natürlich auch alles upgraden, aber naja, das wird noch keinen geben. So, jetzt gleich haben wir hier unser erstes Purified Uranium Dust. Oder keine Ahnung, ob das das ist. Also reingewaschenes Uranium. Und das muss jetzt noch verarbeitet werden. Kriegen noch ein bisschen LED raus. So, das muss jetzt in die Thermal Centrifuge. Und jetzt haben wir Spaß. Denn das darf ich vorbereiten. Alleine schon, weil die Folge vorbei ist. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.